Aber wisst ihr was? Ich habe noch eine Sache, die möchte ich mit euch auch noch gucken. Die geht jetzt, das ist nicht so wirklich so ein sehr, sehr langes Video. Aber Maga, das ist einfach, das ist schon Endstufe, Endstufe geil. Pass mal auf jetzt hier. Und das wollte ich eigentlich auch komplett mit euch auseinandernehmen. Ist auch bei Makun übrigens. Guckt euch das mal an. Fancy Schnitte. Was ist das für ein heißer Boy? Noch ein kleinen Cappuccino? Oh! Diese Geräusche aus LMU! Ach, Mann! Das ist halt richtig geil. Aber ich frage mich die ganze Zeit, ob Makun mittlerweile Motion hat. Das ist halt schon richtig geil. Aber was fährst du denn, wenn du eine 1,51 fährst, Makun? Marcel. Also wir fahren noch LMDH, weil wir haben ja die Aufladung zu hören. Aber eine 1,51? Nee, das ist kein LMP2. LMP2 pfeift nicht so beim Bremsen, oder? Nee, das pfeift nicht so beim Bremsen. Das ist ein LMDH, aber LMDHs fahren 1,30er. Steht im Titel. WEC Ferrari 999 auf Sebring. Also ist das ein LMDH. Es ist ein LMDH, aber warum fahren wir eine 1,51? Entschuldigung. Reifen noch nicht warm? Oh, die Reifen sind noch nicht warm. Das wird wahrscheinlich die ersten zwei Runden sein. Hier, die Reifen sind noch nicht gut. Nee. Sind auch nur 79 Liter Sprit, da fährst du auch 1,30er. Der Sound in diesem Game ist einfach so unendlich gut. Wenn, dann ist es ein LMH. LMDH. Ist das. Was willst du denn mit LMH? Ich glaube, das ist ein Seat Mover. Weil der Rest bewegt sich nicht. Es ist ein Seat Mover. Muss ein Seat Mover sein. Der Fefe ist kein LMDH. Wir gehen gleich mal recherchieren. Du, Sebring ist aber ganz schön groß geworden hier auf dem Lenkrad. Warum fahren wir 1,51er Zeiten? Auf Sebring. Sind die Reifen wirklich so kalt? Das ist die sechste Runde. Die fünfte oder sechste Runde auf einer 1. Aber boah, die Reifen brauchen noch nicht so lange. Oder ist der Fahrer, sagt der Fahrer, nee, aber doch keine 20 Sekunden. Wir gucken gleich nach dem Fahrer. Wir bilden uns gleich weiter. Aber es ist wirklich schick. Wisst ihr, was ich mich die ganze Zeit frage, währenddessen wir das sehen? Dieser Display, den werden wir wahrscheinlich nicht als Vocor kriegen. Das wird wahrscheinlich so ein HDMI-Gerät sein. Was mich ein bisschen ärgert. Das hier könnte noch ein Vocor sein, der über USB läuft, aber der nicht.
Und dann habe ich jetzt gerade noch eine richtig wilde Frage, weil mir das gerade eingefallen ist. Wisst ihr, was geil wäre, wenn man den Switch umlegt und dann erst das Stream Deck angeht? Oh mein Gott. Scheiße. Das sind doch theoretisch einfach nur zwei Kabel, oder nicht? Die wir an Strom legen. Nee. Doch. Wenn wir den hochlegen, müsste der theoretisch die Zündung anmachen und Strom gleichzeitig. Können wir das kann man das parallel machen? Oh. Wenn wir mit einem USB-Hub da reingehen, dann könnte man noch in der Theorie, aber dann brauchst du zwei Kippschalter, weil du kriegst, glaube ich, auf den Kippschalter nicht zwei gleiche Funktionen. Das heißt, man müsste sich zwei Kippschalter machen. Einen, um die Buttonbox komplett anzumachen, einen für die Zündung und einen für Ignition. Nee, Ignition ist doch Zündung. Was heißt denn das deutsche Wort davon? Ihr wisst, was ich meine. Oh, kriegen wir das? Würde das gehen? Das wäre ja richtig geil. Boah, das wäre ja richtig geil. Aber dann brauchen wir zwei Kippschalter. Was ja eigentlich grundsätzlich nicht falsch wäre. Oh, das hätte richtig... Und dann müssten eigentlich auch alle Displays daran gekoppelt sein. Und das geht sogar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe dumme Ideen. Nein! Ich habe richtig dumme Ideen. Oh, warte mal, stell dir das mal vor. Du hast einen Kippschalter und würdest alles anmachen im Auto. Also wenn du wirklich im Rig sitzt und du legst den Kippschalter, einen Kippschalter um. Alle Displays gehen an, das Stream Deck geht an und die Buttonbox geht an. Dann hast du noch einen Kippschalter für die... Was ist denn das jetzt? Nicht Zündung? Zündung ist ja das endgültige Drücken. Oh Gott. Dumme Ideen kosten meistens Kohle. Die ganzen Bauteile dafür habe ich da. Also das Einzige, was ich nicht da hätte, also ganz eventuell, wäre das hier. Weil das werde ich definitiv auch mir noch anschaffen. Das feiert. Stimmt, das ist der Anlasser. Anlasser und Zündung. Warte, wir müssen da gleich nochmal drüber reden. Der Starter gehört. Der Sound ist so schön in dem Game. Was das kosten würde? Der Display ist nicht so teuer. Das ist Marke Eigenbauzentren, weil der Display ist, ich glaube, der kostet 80 Euro oder so in der Größe und der Rest drumherum ist alles 3D und dahinter noch eine Platine. Der Display läuft über HDMI, der ist zu groß. Also ich wüsste, sagen wir mal so, ich persönlich wüsste nicht, dass man diese Größe an Display kaufen könnte, der über USB funktioniert. Also VoCore ist, glaube ich, 6,8 Zoll Maximum und das ist aber auch nicht Breitformat. Die LEDs sind Marke Eigenbau an der Seite. Das ist schon echt schön gemacht von Makun. Nee, das ist nicht mein Neu. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Bin ich ganz ehrlich. Das steht bei mir auch auf dem Zettel. Wenn die Buttonbox fertig ist, würde ich mir das auch bauen wollen. In der Größe, weil ich das total abfeiere. Die Größe, weil da alles drauf ist, was du brauchst. Auch in, für mein Alter entsprechende Augengröße. So, jetzt muss ich erstmal kurz schreien. Aktuelle LMDH sind Acura, BMW, Cadillac, Porsche, Alpine und Lamborghini.
LMH sind Ferrari, Peugeot, Toyota. Warum sind die nicht bei LMDH drin, sondern nur LMH? Weil die nicht Daytona fahren. Korrekt? Okay, wahrscheinlich. Weil das, wenn D weg ist, dann fehlt Daytona. Alles klar, danke für die Aufklärung. Weil die noch keine Zulassung für die Imse haben. Okay, alles klar. Danke für die Aufklärung. Ich muss kurz kacken, bin gleich wieder da.